Selbstständigkeit in 60 Sekunden heute mit Marleen und Chris. Was macht ihr? Wir haben das Four Walls gegründet. Das ist ein Coworking Space in der Deichstraße, beziehungsweise wir haben vier Komponente. Also wir sind in erster Linie ein Coworking Space, ein Café, eine Event Location und ein Store. Cool, wie seid ihr dazu gekommen? Wir sind schon sehr lange befreundet, wir zwei. Und wir haben beide unterschiedliche Sachen gemacht, waren auch tatsächlich in unterschiedlichen Branchen unterwegs und haben aber beide immer den Traum gehabt, uns selbstständig zu machen. Genau, sind beide sehr kreativ. Genau. Und wussten, wir wollten irgendwas schaffen, einen Raum, in dem viele Menschen willkommen sind oder jeder willkommen ist, ein Raum für viele Ideen, für Möglichkeiten. Und genau, erst war die Idee auch, einen Raum zu gestalten, wo einfach wirklich alles möglich ist, und sind dann in die Richtung gegangen. Das hat sich so entwickelt. Genau. Also wir haben immer mehr angefangen, Ideen zu sammeln, einen Businessplan zu schreiben, und auf einmal wurde es ein rundes Ding. Und wir haben das Ganze dann quasi finalisieren können Ende 21. Cool, das wäre meine nächste Frage. Also ihr macht es jetzt seit ungefähr 3 Jahren. Genau. 22 haben wir eröffnet und 21 haben wir gegründet. Genau. Ihr wart beide fest angestellt. Und dann musstet ihr ja beide quasi kündigen und euch dafür entscheiden und in diesem Fall ja wahrscheinlich auch gleich den kompletten Sprung machen in die Selbstständigkeit, richtig? Jein. Anders, genau. Ja. Also Marleen hat studiert, kannst du sonst ja auch gleich noch was zu sagen. Bei mir war es so, ich habe schon einige Jahre eine Event-Location betreut in Hamburg, also so Thema Events und auch Marketing, war mir nicht fremd. Und als wir dann entschieden haben, uns selbstständig zu machen, habe ich mir eine kleine Stelle gesucht, also auf Minijob-Basis, um meine Rechnungen bezahlen zu können. Und habe dann wirklich so ganz banal im Kundenservice gearbeitet, um dann genug Zeit zu haben, Four Walls zu entwickeln und dann am Ende zu gründen. Und ich war Werkstudentin bei Jimdo, und habe dann nebenbei studiert und studiere immer noch, eigentlich tatsächlich Bekleidungstechnik und Management, und schreibe nächstes Jahr meinen Bachelor. Und bin quasi aus dem Studium raus, habe eine kleine Pause gemacht, direkt in die Selbstständigkeit. Cool. Und wie war das so? Aufregend. Wild. Ja, ganz besonders, als wir dann den Businessplan fertig hatten und wussten, okay, jetzt geht es um die Location-Findung. Das war eigentlich auf jeden Fall eine sehr aufregende Zeit. Wir haben uns da auch sehr viel Zeit für genommen. Also am Ende war es ein halbes Jahr, bis wir das Haus in der Deichstraße gefunden haben, weil wir wussten, es muss absolut perfekt sein. Wir brauchen was heraussticht. Und genau, wir hatten ursprünglich die Idee von einer großen Lagerhalle, fast ein bisschen so wie hier. Und dann hatten wir jemanden, der sich ein bisschen mit uns zusammengesetzt hat. Wir haben uns viele Locations angeschaut. Und dann haben wir durch Zufall dieses alte denkmalgeschützte Gebäude bekommen. Haben wir selber nicht mit gerechnet, haben auch nicht gewusst, was das bedeutet. Also da sind ja ganz viele Sachen, die an so einem denkmalgeschützten Haus mit dranhängen. Und haben dann einfach angefangen. Genau. Ja. Und sind dann eingezogen und haben auch alles alleine gemacht. Also von Einrichtung bis Umbauarbeiten, Tresengestaltung. Und haben uns da komplett ausgelebt. Wir haben insgesamt 400 Quadratmeter. Und am Anfang dachten wir so, ja, nehmen wir auf jeden Fall. Es gibt auch noch ein drittes und ein viertes Stockwerk. Da hatten wir dann erst überlegt, das noch dazu zu nehmen. Haben uns dann aber vorerst dagegen entschieden. Haben trotzdem 400 Quadratmeter. Und wenn man dann so zu zweit vor so einem Haus steht und sagt, okay, jetzt müssen wir das irgendwie gemütlich machen, dann ist das schon eine Herausforderung. Und ja, wir haben es relativ planlos gemacht. Ja. Aber irgendwie ist das so unser Ding. Irgendwie konnten wir uns da ganz gut durcharbeiten und sind jetzt auch sehr, sehr glücklich. Cool. Und wie ist es angelaufen? Also wir hatten anfangs Schwierigkeiten, weil in unserem Gebäude vorher keine Gastronomie war. Das heißt, wir mussten einen Nutzungsänderungsantrag stellen, was sich als ziemlich schwierig herausgestellt hat. Also es sollte eigentlich ja direkt losgehen, tat es aber nicht. Genau, aber das Problem bei uns ist halt, dass das Haus unter Denkmalschutz steht und dementsprechend das Haus von der Architektur her nicht auf dem heutigen Stand für den Brandschutz ist. Und wenn man eine Gastronomie eröffnen will, ist es ja so, dass man deutlich mehr Fluchtwege etc. braucht. Und ja, in einem denkmalgeschützten Haus darf man aber natürlich nicht einfach so eine Tür oder einen zusätzlichen Notausgang reinschneiden. Und ja, da hatten wir dann ziemlich lange mit zu tun oder auch zu kämpfen, muss man wirklich sagen. Also man kann sagen, 14 Monate hatten wir eigentlich geschlossen, waren zu zweit immer im Laden und haben uns bemüht, da irgendwie Sachen am Laufen zu haben, aber es hat nicht so ganz, also wir durften halt einfach nicht, uns waren die Hände gebunden. Und nach 14 Monaten, also letztes Jahr im Mai, durften wir dann richtig losgehen. Endlich die da hatten wir dann alles und seitdem läuft es auch super. Also es wird richtig gut angenommen, es wird immer stetig voller. Wir haben viele Events, wir haben viele Café-Gäste und denken natürlich manchmal, Mist, wir hätten das gerne von Anfang an so gehabt, weil das natürlich einfach auch
viel bedeutet, wenn man sich selbstständig macht. Wir waren natürlich unter Druck. Also wir haben selbstverständlich, wir haben Gründerkredit aufgenommen und wir wussten, also die ersten Monate sind ja sehr, sehr entscheidend und sehr, sehr wichtig. Deswegen hat uns das wahnsinnig unter Druck gesetzt und hat uns auch sehr gestresst. Positiv aus der Sache kann man auf jeden Fall ziehen, dass man sehr kreativ wird und ein Faible für Grauzonen entwickelt. Ja. Und ja, auf jeden Fall, ich denke, wir haben unfassbar viel gelernt in der Zeit. Also das lernt man in einem halben Leben nicht, was da alles auf uns zugerollt ist. Und das hat uns zu der Zeit ganz schön, ja, das war ganz schön schwer, aber hat uns ziemlich stark gemacht. Was hat denn das mit euch als Team gemacht? Das war auf jeden Fall, es ist einfach gut, etwas zu zweit zu starten. Das ist uns jetzt mehrfach auch schon wieder, haben wir darüber nachgedacht und waren froh, dass wir nicht alleine sind oder waren. Wir kennen uns einfach sehr, sehr gut, wir zwei. Und wir sind auch aneinander geraten und haben manchmal gedacht, aber genau das hat uns auch stärker gemacht. Wir haben auch einmal ein Coaching in Anspruch genommen, um so ein bisschen, einfach weil uns unsere Freundschaft als auch unsere Geschäftsbeziehung so wahnsinnig wichtig ist, haben wir stetig an uns und an uns, an Team gearbeitet, genau. Und wir sind richtig zusammengewachsen. Also es ist eine Herausforderung, ja, auf jeden Fall. Aber das Schönste an einer Sache, wenn man sie zu zweit macht, ist, wenn man schwere Zeiten durchlebt, dann kann man sich gegenseitig aufbauen und stark machen. Und wenn man schöne Sachen erlebt, dann kann man sich gemeinsam freuen. Und das ist auf jeden Fall unschlagbar. Also das möchte ich nicht alleine erleben. Hat es euch beiden dann auf diese Art und Weise nochmal ganz anders zusammengeschweißt? Auf jeden Fall. Okay. Ja, auf jeden Fall. Wir sagen immer, wir sind verheiratet. Genau. Das wissen auch alle. Ja. Ich kann das sehr nachvollziehen, weil es mit meinem, ich habe ja auch zwei Mitgründer und mit denen ist es genauso. Also wirklich, wirklich irre. Wie habt ihr dann euch eigentlich bekannt gemacht? Weil ihr habt schon gesagt, also gab keine Gastronomie, war das ein Problem? Wie seid ihr von da aus dann gewachsen? Also wir haben am Anfang wirklich versucht, unser Netzwerk anzuhauen und so über verschiedene Kontakte auf der Bildfläche aufzutauchen. Und ansonsten, ja, wir haben unseren Instagram-Kanal erstellt und da so ein bisschen was gepostet, weil, wie ich eben schon meinte, es gibt halt so ein paar Grauzonen, die man dann ausnutzen kann. Und deswegen waren so Privatevents und sowas war in der Form möglich. Und es hat sich rumgesprochen relativ schnell. Und dann haben wir die Mädels von Mit Vergnügen, haben wir bei uns sitzen. Die posten regelmäßig Sachen über uns. Das Geheimtipp hat Hamburg. Geheimtipp Hamburg, genau. Wir haben einen großen Push dadurch auch noch bekommen. Und dann machen wir Kooperationen bzw. große Events, wo einfach viele Leute kommen. Das spricht sich dann rum. Dann kommt wieder ein Geburtstag rein. Und das war wie so ein Schneeballsystem. Das hat sich dann irgendwie so eingependelt. Wir haben auch mal Kaltakquise gemacht, sind aber beide einfach nicht so begeistert davon, weil wir es auch selbst nicht so schön finden, wenn man uns quasi zubombardiert mit Dingen, die wir eigentlich gar nicht irgendwie wollen. Deswegen haben wir da erstmal ein bisschen Abstand von genommen und arbeiten mit diesem Schneeballsystem so ein bisschen einfach Mund-zu-Mund-Propaganda. Was wir aber auch immer geplant und gesagt haben, weil wir wollten oder wir wussten, wir sind kein Produkt oder wir sind keine Dienstleistung, die wir verkaufen. Wir gehen jetzt nicht von Tür zu Tür und versuchen etwas zu verkaufen oder anzudrehen, sondern wir schaffen einen Ort, wir schaffen etwas, was so wundervoll ist, dass die Leute über Veranstaltungen, wir machen Weihnachtsmärkte, wir machen Bingo-Nights, machen wir bei uns, dass darüber dann Menschen kommen und sagen, wow, wir fühlen uns hier so wohl, kann man bei euch nicht auch das und das und das machen? Ja, mega. Aber so ganz am Anfang nochmal darauf zurückzugehen, also du hast gesagt, auf der einen Seite Presse wie Mit Vergnügen oder Geheimtipp Hamburg und aber auch das Netzwerk. Könnt ihr sagen, was davon besser funktioniert hat? Ein guter Mix. Ja, war eine Mischung aus beiden. Also was nicht funktioniert hat, waren Flyer verteilen in Hotels und Restaurants. Das haben wir auch versucht. Wir haben auch unten noch den Keller voll mit Postern, die wir eigentlich mal, wir wollten mal plakatieren. Ja, mit dem QR-Code, der gar nicht funktioniert. Also sowas hat nicht geklappt, aber tatsächlich, ja, war es einfach, ich glaube, dass Mit Vergnügen, diese Online-Plattform, dass die schon wirklich auch einen Push gegeben haben und auch unser Instagram-Account. Wir sind da wirklich sehr fleißig, wir haben viele Follower mittlerweile und wir sind da stetig am Pushen und versuchen darüber Leute zu generieren. Und was tatsächlich auch noch ein großes Thema oder ein großer Punkt ist, ist, dass wir zwei Gründerinnen sind, wir sind zwei Frauen und es gibt sehr, sehr viele Netzwerkgruppen oder Netzwerke in Hamburg und Deutschland und da sind tatsächlich dann auch viele auf uns zugekommen und wenn man da dann einen Fuß in die Tür bekommt, das bringt doch sehr viel. Das hilft einem auf jeden Fall weiter auf mehreren Ebenen. Mega. Ich möchte mal zurückgehen. Ihr habt am Anfang gesagt, dass ihr einen Businessplan geschrieben habt. Was hat denn euch der Prozess gebracht? Viel, weil die Anfangsidee ja am Ende gar nichts mehr mit dem finalen Businessplan zu tun hatte. Also wir haben, glaube ich, fast zusammen gewohnt. Mhm. Wir haben uns jeden Tag getroffen, haben wir einfach immer mehr entwickelt und dadurch wurde dann auf einmal aus so einem leeren Raum, wurde dann ein Coworking Space, aus dem Coworking Space wurde noch das Café. Die Gastronomie in dem Rahmen war eigentlich am Anfang gar nicht geplant.
Und dadurch dieser Prozess des Schreibens, des Businessplans, der Kalkulation hat eigentlich dazu geführt, dass wir am Ende zu dem finalen Konzept von Four Walls gekommen sind. Ja. Ja, ich muss dazu noch sagen, dass mir der Businessplan am Anfang ehrlicherweise gar nicht so viel gebracht hat persönlich. Was? Weil ich also natürlich, klar, wir brauchten was Schriftliches, wir brauchten ein gutes Konzept, um bei der Bank und so weiterzukommen. Und auch ist ja auch so ein Thema, dass zwei junge Gründerinnen überhaupt eine Location bekommen, sodass so viel Vertrauen und Zuversicht in uns gesteckt wird, dass jemand sagt, okay, wir machen das jetzt, weil irgendwo, irgendwie ist es ja definitiv ein Risiko. Ja. Und für mich ist Businessplan immer schon so eine fiktive Sache. Also wir sagen, ja, das Geld fließt dahin, das Geld fließt dahin, aber so wirklich wissen tun wir es ja am Anfang gar nicht. Und das war dann am Ende oder jetzt eigentlich ein ganz schöner Moment zu sehen, dass unser Konzept wirklich aufgeht. Natürlich nicht zu 100%, aber dass wir es doch tatsächlich eigentlich schon ganz gut und ganz richtig kalkuliert und überlegt hatten. Ja, das ist auch immer wieder das, was ich sehe, ist, dass es dieser Prozess des Schreibens ist wertvoll. Das, was an Zahlen rauskommt, ist, es sind halt viele zu viele Variablen, aber man fängt an, ein Gefühl für sein eigenes Business zu bekommen. Genau. Was würdet ihr einen anderen Menschen mit an die Hand geben wollen, die gerade mit dem Gedanken spielen zu gründen? Genau, also wir würden, ja, im Grunde eigentlich muss man mutig sein, man muss sich einfach trauen. Man darf nicht so viel darüber nachdenken, was könnte passieren, was wäre, wenn. Und ja, man muss einfach starten, einfach anfangen und es wird nicht immer leicht sein. Es werden Dinge kommen, die kann man vorher nicht vorhersehen und da muss man dann einfach wirklich stark bleiben. Dann kommen auch wieder die schönen Momente, wo man dann merkt, okay, dafür hat es sich jetzt irgendwie total gelohnt und es ist immer ein Bergauf und Bergab, gerade am Anfang. Man sagt ja auch immer so schön, irgendwie die ersten 5 Jahre sind so die, die am schwierigsten sind und das können wir definitiv so unterschreiben, es ist so. Aber genau, wenn man dann angefangen hat und so einen Drive reinkriegt, dann lernt man immer mehr dazu, wird selbstbewusster und ja, einfach anfangen. Cool. Und ihr seid jetzt ja schon einigermaßen etabliert, so wie ich das verstehe. Wie geht's weiter? Ja, also es gibt solche und solche Tage. Wir haben Tage, da planen wir Four Walls 2, 3, 4 und 5. Und da gibt es auf jeden Fall Tage, wo wir einfach ganz glücklich damit sind, was wir haben und das irgendwie dann auch mal genießen wollen und perfektionieren wollen, weil jeder, der selbstständig ist, der weiß, es gibt immer was zu tun. So die To-Do-Liste ist ellenlang. Genau deswegen, es gibt auf jeden Fall ein paar Themen, gerade im Bereich Kaffee, der gastronomische Bereich und auch im Thema Social Media, Marketing, noch so ein paar Dinge, wo wir für uns auf jeden Fall jetzt erstmal schauen, dass wir da vorankommen und uns verbessern und ansonsten sind wir für alles offen. Ja. Ja. Cool. Und letzte Frage. War die Entscheidung richtig? Ja. Absolut. Ich möchte es nicht missen. Ich auch nicht. Aber auch nur, weil wir es zusammen machen. Ja. Sehr cool. Ganz herzlichen Dank euch beiden und weiterhin viel Erfolg. Danke.